Heute ist es endlich soweit, es geht wieder auf AIDA. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Anreisevlog von AIDA Cosma. Ja, ich bin noch zu Hause und ich fahre jetzt gleich zu meiner Mama. Und da kommt dann der Flughafen-Shuttle. Wir werden aber noch was zusammen zum Mittag essen, denn unser Flug geht erst heute Abend gegen 20 nach 8. Und dann sind wir so gegen 6 Uhr morgens dann in Abu Dhabi. Ich nehme euch natürlich mit. Es wird jeden Tag einen Vlog geben. Es wird einen AIDA Cosma Rundgang geben. Ich werde ein Q&A und natürlich auch ein Fazit machen zur Reise. Es ist jetzt, glaube ich, meine 8. AIDA-Kreuzfahrt. Aber das erste Mal auf AIDA Cosma und das erste Mal auf einem so großen Schiff. Das größte Schiff, was ich bisher hatte, war AIDA Perla. Und ich freue mich sehr drauf, endlich ins Warme, weil hier das Wetter ist einfach grau und nass. Und ich freue mich auf die 30 Grad, die es in Abu Dhabi morgen haben soll. Wir haben einiges geplant, das seht ihr dann in den Vlogs. Wie gesagt, ich nehme euch mit. Wenn ihr Fragen habt, einfach unten die Kommentare schon mal schreiben. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, wegen AIDA, dann herzlich willkommen. Ich bin Moni. Normalerweise dreht es sich hier eigentlich fast nur um Freizeitparks, Disneyland Paris. Aber manchmal bin ich auch im Urlaub unterwegs oder mache Städtetrips. Oder bin auf AIDA und da nehme ich euch natürlich auch mit. Also wenn ihr meinen Kanal neu entdeckt habt, würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auf die Glocke drückt, dann verpasst ihr auch nicht die kommenden AIDA-Vlogs, die jetzt dann im Wochenrhythmus online gehen. So, jetzt geht's los und ich freue mich drauf. Wir sind gut am Flughafen angekommen und ja, alles lief reibungslos. Wir sind viel zu früh, aber lieber zu früh als zu spät. Uns hat die Dame beim Check-in gesagt, dass wir uns direkt eigentlich zur Security begeben sollen, weil es könnte viel los sein. Und ja, haben wir dann gemacht, aber irgendwie war hier nichts los. Wir sind direkt rangekommen und wir sind irgendwie bei C16 im Terminal, also irgendwie am A der Heide. Hier ist irgendwie nichts los, hier ist kein Mensch, hier gibt es einen Bäcker, wo man sich Kaffee holen kann. Ansonsten gibt es hier keine Geschäfte, nichts. Also ja, zum Glück habe ich genug Beschäftigung dabei. Ja, der Flieger steht auch gleich, steht glaube ich schon da, ich gucke jetzt mal. Und jetzt haben wir noch eine Stunde Zeit bis Boarding, wir haben jetzt kurz nach 6. 10 nach 7 soll Boarding anfangen und ja, dann geht es in den Flieger. Wir fliegen ja mit Condor, das habe ich glaube ich hier noch gar nicht erwähnt. Condor ist ja jetzt nicht die Airline, wo man mega viel Luxus erwarten darf. Ich weiß auch noch vor ein paar Jahren, als ich letztes Mal mit Condor geflogen bin, gab es auch nicht mal Decken. Deswegen, ich habe vorgesorgt, aber ich zeige euch natürlich alles, was jetzt im Flug dabei ist. Ich hoffe, wir kriegen was zu essen. Was auf jeden Fall nicht dabei ist, das wissen wir schon, ist Entertainment. Also wenn ihr Filme oder sowas schauen wollt von Condor, dann müsst ihr das extra buchen. Das kostet dann extra. Ich habe genug aufs Tablet geladen und fliegen jetzt auch eh über Nacht. Und deswegen gar kein Problem, aber ja, nur dass ihr Bescheid wisst, wenn ihr mit Condor fliegt. Wir haben ja AIDA Vario gebucht, aber mit Flug. Das heißt, alles wurde von AIDA organisiert, das heißt, wir konnten uns auch nicht die Fluggesellschaft bloß aussuchen. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass der ganze Flug eigentlich nur AIDA-Passagiere sind, aber da bin ich mir jetzt nicht zu 100% sicher. Ja, jetzt gucken wir mal. Steht, glaube ich, schon da. Ja, so viel dazu. Noch eine Stunde Zeit vertreibe und dann geht's ab in den Flieger. Also es gab tatsächlich eine Decke und ein Kissen. Bot Entertainment gibt es irgendwie gar nicht. Also man kann sich mal kaufen. Gibt wenigstens einen Tisch.
Es gibt aber Kopfhöreranschluss, da kann man halt seine Kopfhörer für Radio wahrscheinlich anschließen, keine Ahnung, was funktioniert. Und jeweils eine Wasserflasche gab es pro Sitz, mehr nicht. Also man kann sich das Board-Entertainment nicht mal kaufen. Es gibt nur da vorne so einen kleinen Fernseher. Wir sind in einer Boeing 757. Zu essen gibt es hier ein Laugeneck mit Gouda. Da wurde uns direkt gesagt, also über die Lautsprecher, dass es von AIDA ausgesucht wurde. Keine Ahnung, was es sonst gibt bei Condor. Ist leider nicht für mich, weil ich esse kein Käse auf Brot. Und deswegen, ja, gibt es für mich nichts. Und parallel gucke ich This Is Us auf meinem Tablet. Zu trinken gibt es gleich noch was, aber ich werde jetzt gleich mich hinlegen und eine Runde schlafen. Ja, ich habe jetzt vielleicht so 3,5 Stunden vor mich hingenickert. Zwischendurch gab es dann jetzt zum Frühstück hier so ein Muffin und was nochmal was zu trinken. Und in einer halben Stunde ist dann Sommer schon landen. Also demnächst werden wir dann auch in den Sinkflug gehen. Ortszeit in Deutschland ist gerade mit Zeitumstellung 3 Uhr. Und draußen ist es noch dunkel. Wir sitzen jetzt hier im AIDA-Bus und jetzt geht es auch los. Lief alles einwandfrei, die Einreise, Gepäck haben wir abgeholt. Wir haben unsere AIDA-Etiketten an die Koffer gemacht, an die großen Koffer, denn die werden ja direkt aufs Schiff gebracht, wenn man das möchte, also wenn man das Etikett dran ist, und werden dann vor die Kabinentür gestellt. Mein kleines Handgepäck habe ich hier bei mir, das steht da unten. Da habe ich so ein Sommerkleid drin und so weiter, ein paar Schlappen. Wir wollen ja gleich direkt losfahren nach dem Frühstück zum Emirates Palace und dann wollen wir uns halt umziehen. Ich wollte jetzt nicht in den Reiseklamotten dahin fahren. Genau, also alles gut gelaufen bisher. Wir haben jetzt 7:15. Die Sonne scheint, soll nur jetzt 32 Grad werden, also ich freue mich drauf. Und ja, auf geht's zu AIDA Cosma. Das erste Frühstück hier auf AIDA Cosma. Es gibt das lecker selbstgebackene Brot, ein bisschen Ei, Fisch, Saft, Wasser und eine schöne Aussicht. Wir haben gut gefrühstückt. Unser Zimmer ist auch fertig, unsere Kabine. Das seht ihr dann in der AIDA Cosma Tour. Eine Balkonkabine, und wir waren jetzt bei der Sicherheits Einweisung, die tatsächlich hauptsächlich online ist, also übers Handy, aber man muss dann trotzdem mal zur Station und seine Bordkarte einscannen lassen mit der Schwimmweste.
Die bringen wir jetzt zurück ins Zimmer und dann geht's zum Emirates Palace. Da habe ich einen Tisch reserviert im Café. Wir möchten nämlich den bekannten goldenen Cappuccino trinken, aber dazu dann gleich mehr. Wir waren ja vor 3 Jahren bereits in Abu Dhabi für eine Woche, glaube ich, damals. Wir hätten eigentlich auch auf AIDA fahren sollen in Asien, aber wegen den ganzen Sachen, die vor 3 Jahren so passiert sind, haben wir nur eine Woche in Abu Dhabi verbracht und da haben wir eigentlich alle Sehenswürdigkeiten abgeklappert. Deswegen lassen wir das, aber wenn ihr hier seid und noch vorher nicht in Abu Dhabi wart, empfehle ich euch auf jeden Fall zu der Moschee zu fahren. Die ist wirklich super schön, auch bei also abends. Das ist jetzt leider, wenn ihr in Abu Dhabi ankommt, nicht möglich, weil das Schiff ja schon ab 17 Uhr fährt. Ich hoffe, ihr hört mich und es ist nicht zu windig. Ansonsten, wie gesagt, kann man die Moschee auch tagsüber besuchen. Super schön, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Das machen wir nicht. Wir wollen jetzt einfach nur diesen Cappuccino trinken gehen im Emirates Palace und kommen dann wieder zurück und werden dann noch ein bisschen am Pool chillen. Und ja, ich mache mal kurz einen Break, weil es ist schon sehr windig. Wir sind jetzt mit dem Taxi hierher gefahren vom Terminal, haben 53 Dirham bezahlt. Das sind 15 Euro schätzungsweise, so roundabout. Und ja, man wird am Eingang gefragt, ob man Gast ist oder eine Reservierung hat fürs Hotel oder fürs Restaurant. Und das hatten wir ja, wie gesagt, ich habe das, das habe ich hier noch gar nicht gesagt, ich habe vor ein paar Tagen hier angerufen, das geht auch per Mail, und habe einen Tisch reserviert im Episodes. Da gibt es wohl alles mit Gold, Ice Cream, Cappuccino und so weiter. Da haben wir um 12 Uhr einen Tisch, haben jetzt aber noch ein bisschen Zeit, knapp eine Stunde, und werden uns jetzt hier die Anlage anschauen und die zeige ich euch jetzt auch. Wir sind jetzt hier beim Episodes und da ist der besagte Cappuccino. Kostet 80 Dirham, ist ungefähr so 20 Euro. Gibt auch verschiedene Premium-Tees für 50 Dirham. Gibt es hier, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung,
Exclusive Rarity für 350, also hier kriegt man irgendwie allen möglichen krasses Zeug. Ich frage gleich nochmal nach der anderen Karte, wo das ist. Soll hier auch noch Eis mit Blattgold geben und andere Sachen. Da frage ich auch nochmal gleich nach der Karte und zeige es euch. Aber auf jeden Fall gibt es den goldenen Cappuccino. Also hier, ich habe jetzt die Frühstückskarte hier bekommen, weil wir haben jetzt ja 11:45 und das Frühstück geht hier bis 12 Uhr. Und ihr seht hier mal, hier gibt es irgendwie Tiramisu-Pancakes für 75, die hier haben French Toast, auch vegane Alternativen. Da seht ihr auch mal die Preise. Also frühstücken kann man hier. Eis gibt es leider nicht, wurde mir gesagt. Schade. Bevor unser Kaffee kommt, haben wir erstmal hier so, ich würde sagen, das sind Kokosmakronen. Sieht sehr nach Kokosmakronen aus, bekommen. Und hier dann ein kleines Schnapsglas. Nein, das ist ein Glas Wasser. Es gab übrigens doch Eis auf Anfrage, weil unser Nachbartisch Eis bestellt hat. Da habe ich direkt gesehen, es gab Eis. Einmal Vanille und Schokolade. Man konnte entweder so oder so bestellen oder einen Mix. Ich habe Mix bestellt, Schokolade und Vanille. Mit Blattgold, kostet auch 80 Dirham. Ganz schön viel Blattgold. Da ist unser Kaffee mit dieser schönen Maserung. Ich glaube, das soll die Moschee darstellen. Mit Blattgold und der Kokosmakrone. Mein Eis ist auch fast leer. Ja, kostet auch 80 Dirham. Wir sind wieder zurück bei Aida Cosma. Haben jetzt wieder ein Taxi zurückgenommen. Jetzt haben wir tatsächlich nur 34 Dirham bezahlt, was unter 10 Euro ist. Also noch günstiger als hier. Ich denke mal, dass die hier noch einen Aufschlag nehmen, dass die hier warten, direkt am Cruise Terminal. Aber also Taxifahren direkt generell in den Emiraten, super empfehlenswert. Man kann mit Karte zahlen, muss kein Geld wechseln und sehr sicher, auch mit mehreren Personen, bis zu 6 Personen möglich. Also Taxifahren echt super hier. Ja, jetzt gehen wir zurück, schmeißen uns in die Badeklamotten, möchten ein bisschen chillen, denn ja, wir sind schon sehr müde nach der kurzen Nacht und werden irgendwie einen Snack uns gönnen und dann ja einfach am Pool entspannen, bis Sail Away ist. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, auf Sail Away. Das ist immer so dieses Gefühl, wenn man das Schiff abfährt. Ich liebe es einfach. Wir sind jetzt hier auf Deck 8, sitzen gerade im Brauhaus, aber hier um die Ecke ums Brauhaus, links rum, ist das Barbecue Grill am Außendeck auf Deck 8. Und da gibt es Ofenkartoffeln, das ist so eine halbe Ofenkartoffel mit Shrimps, gibt es auch mit Sauerkraut und Chili und Köfte gibt es da. Und genau, das hat bis 16.30 Uhr offen mittags und das Brauhaus hat auch noch offen bis 16.30 Uhr, deswegen sitzen wir hier. Und ja, gleich legt das Schiff dann ab. Wie immer beim Auslaufen ist es natürlich mal sehr beliebt, hier die Höhenplätze. Und ja, man sieht, es ist schon relativ voll. Also ich finde den hinteren Bereich hier mit dem Infinity Pool, zeige ich euch die Tage auch nochmal besser. Ja, es ist schon sehr, sehr voll hier hinten. Klar, es gibt wahrscheinlich Bereiche auf dem Schiff, die sind weniger voll, wenn man mal an den Seiten langläuft und dann nach vorne. Hinten ist natürlich immer eine schöne Aussicht, ja. Muss man sich tatsächlich früh einen Platz sichern fürs Auslaufen.
Ein paar Eindrücke vom Auslaufen habt ihr bereits gesehen. War sehr, sehr schön. Es war ein bisschen nebelig über Abu Dhabi, aber dennoch die Sonne, der Wind, die Auslaufmusik, die habe ich tatsächlich sehr, sehr vermisst. Auf Faida, das ist mal was ganz, ganz Besonderes. Wir haben uns jetzt kurz frisch gemacht, geduscht und ja, so wie man halt aussehen kann nach 3 Stunden Flugzeugschlaf. Und gehen jetzt ins Marktrestaurant. Das ist ein Buffet-Restaurant. Und es ist ja tatsächlich so, dass, also habe ich so vorher auch noch nicht gesehen bei AIDA, dass jedes Buffet-Restaurant jeden Tag dasselbe hat. Das heißt, man muss keine Angst haben, dass man irgendwas verpasst zu essen. Jeden Tag gibt es dasselbe. Das heißt, man kann jeden Tag in ein anderes Buffet-Restaurant essen oder auch in diese à la carte Restaurants, was wir auch reserviert haben. Wir haben das Mamma Mia noch reserviert bekommen und das Oceans Restaurant, also das Fischrestaurant, und auch das Teppanyaki gehen wir die Woche auch noch essen. Das French Kiss war leider ausgebucht. Es ist relativ voll, es ist schon Ferienzeit. Und ja, wir gehen jetzt ins Marktrestaurant und ich zeige euch, was es dort zu essen gibt. Wir sind jetzt hier im Marktrestaurant und das ist eigentlich das Restaurant, was es auf jedem AIDA-Schiff gibt. Und ich zeige euch ein bisschen, was es hier so gibt. Es gibt natürlich eine Teestation. Kann man verschiedene Teesorten sich aus so Beuteln rausholen. Also in so Beutel füllen, so losen Tee. Aber es gibt auch Beutel, wenn man dazu zu faul ist. Dann gibt es hier eine Kaffeemaschine. Die kostet extra, da seht ihr die Preise. Und natürlich gibt es auch Saft und Softgetränke. Seht ihr hier, Fanta, Cola, Fanta, Sprite, Coca-Cola Light, Soda-Water und normales Wasser. Und dann dazu die passenden Gläser. Bier gibt es auch abends und mittags, könnt ihr euch hier einfach Bier abzapfen. Und es gibt auch Weiß- und Rotwein, das wird dann direkt an die Tische gebracht. Genau. Ich zeige euch jetzt mal das Abendessen. Die ganzen Buffet-Rundgänge zeige ich euch jetzt in den Vlogs nicht. Die zeige ich euch beim Schiffsrundgang. Vielleicht ein paar Ausschnitte, aber jetzt nicht komplett, weil das Buffet im Marktrestaurant ist echt groß. Ich habe aber gerade mit einer anderen Kreuzfahrtpassagierin gesprochen, weil die haben sich darüber unterhalten, dass es immer dasselbe sein soll, was ich ja vorher erwähnt hatte. Und ich habe gefragt, ist es denn so? Und sie meinte so, die letzten 2 Tage war immer dasselbe, heute ist es was anderes. Und es ist wohl nach 3-Tage-Prinzip. Also 3 Tage gibt es immer dasselbe und dann wechselt es. Und heute ist anscheinend Tag 1. So hat sie es mir erklärt. Aber ja, das ist meine Auswahl. Es gibt veganes Curry mit Reis, Steinbeißerfilet, Kartoffeln, Rahmgemüse, ihr seht's. Also ganz, ganz viel Verschiedenes einmal zum Probieren. Hier gibt es eine Salatbar mit Hummus. Sehr lecker. Brot, Butter, Baguette. Gibt es eine Suppe. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Gemüsebrühe mit gebratenem Rosenkohl und geräuchertem Tofu. Riecht auf jeden Fall sehr gut. Dann, wir springen jetzt ein bisschen. Wir sind jetzt gerade beim Dessert. Cremige Sojapudding mit Mango-Ragout gibt es hier zum Beispiel. Proteinbällchen mit Hafer und Dattel. Schichtdessert mit Passionsfrucht und Minze. Gebratene Grießschnitte mit Sauerkirsch-Ragout. Kirschsoße. Ah, hier, die habe ich vergessen. Frischkäsetörtchen mit Kiwi und leichtem Biskuit. Nach dem Abendessen sind wir jetzt hier im Theatrium und hier ist gerade die Primetime mit Benny und der Kapitän ist da und bekommt interessante Fragen gestellt. Zeit natürlich auch mit gewissen Regeln verbunden, nenne ich es mal vorsichtig. Unsere Lektorin hat ja vorhin in ihrem Vortrag in der Ocean Lounge da schon viel darüber erzählt, aber aktuell ist Ramadan. Ganz genau. Aktuell Ramadan, wie der erste, der eine oder andere kennt ihr sehr gleich schon. Ramadan ist, ich sage jetzt mal, sehr umweltsprachlich oder war sehr einfach so, selbst die Fasten und die Sinnungszeit für die Muslime. Auch damit erinnert, das dürfte mittlerweile auch bekannt sein, zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang darf weder gegessen noch getrunken werden, gewisse andere Verhaltensregeln sind auch einzuhalten. Ganz konkret für uns bedeutet das, dass man, wenn man an Land geht, gewisse Dinge in Katar tatsächlich nicht machen darf. Das unterscheidet sich auch nochmal von den Vereinigten Arabischen Emiraten, die dann tendenziell ein bisschen entspannter sind, was, ich sage jetzt mal, Gäste und Touristen angeht. In Katar ist dem nicht so. Die Gäste, die sind da deutlich strenger. Wir werden sie morgen dann auch nochmal darauf hinweisen. Das heißt,
Essen und Trinken im öffentlichen Bereich oder im öffentlichen Plätzen ist grundsätzlich verboten. Es gibt natürlich Ausnahmen. Ich würde noch sagen, wo Sie das am besten machen können, beziehungsweise wo auch nicht. Es kommt hängt davon ab, ob Sie mit dem Gehörnland gehen oder mit einem Ausflug. Da gibt es natürlich Ausnahmen, da sollten Sie sich auch bitte vorher vergewissern. Denn Katar ist nicht die Vereinigten Arabischen Emirate. Dazu kommt es auch, es gibt ganz klare Bekleidungsvorschriften. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Gebäude betreten, dann auf jeden Fall idealerweise, gerade für Frauen ist es richtig langärmelig. Es wird eventuell auch verlangt, dass Sie eine Kopfbedeckung tragen. Bei Männern ist es ebenfalls gewünscht, allerdings ist man da nicht. Wir schlendern jetzt hier so ein bisschen durch die Shops. Die haben ja nur geöffnet, wenn das Schiff auf dem Meer ist, also wenn es losgefahren ist. Und da gibt es ja auch relativ günstige Zigaretten und auch Alkohol. Kurzes Fazit zum Marktrestaurant. Also alles, was ich gegessen habe, war echt mega lecker. Ja, und auch die Kombination hat mich echt sehr überzeugt. Bin pappsatt und sehr zufrieden. Wie gesagt, wir schlendern jetzt noch ein bisschen hindurch, mal einen kleinen Spaziergang und dann geht es auch ab ins Bett. Ja, und das war unser Anreise- und Tag 1-Vlog hier von AIDA Cosma. Wir gehen jetzt ins Bett. Morgen sind wir in Doha, Katar. Begleitet uns da gerne auch. Wir haben morgen eine Wüstensafari gebucht. Ich freue mich sehr. Die letzte Wüstensafari ist, glaube ich, schon 8 Jahre her. Deswegen, ja, schaut da morgen gerne auf jeden Fall wieder vorbei. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.